Eine Gartenparty? Nein, weit gefehlt. Das sind Aufnahmen vom Aufrichtefest der Kinderbaustelle zu Buchs, das noch bis im Oktober geht. Der Köbi ist einer von freiwilligen Helfern. Alle haben voll zu tun. Ja, du, so ist es, ja. Und du machst das alles ehrenamtlich? Ja. Wie viele Stunden ist es da? Hast du mal erzählt, gell? Kannst du dem Gemeindamen sagen, das könnt ihr nicht in Steuern. Ja, genau. Wie viele Stunden bist du da? Ich weiss es nicht, der Markus hat es aufgeschrieben. Schön, dass so viele Kinder schon so viel gebaut haben. Ich würde nachher im zweiten Teil noch etwas sagen. Die Ansprache von heute geht rund 3 Stunden lang. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Aber es wird fast nicht langweilig. Wir haben im Ende April, Anfang Mai ist die Idee entstanden, um nochmal die Kinderbaustelle zu machen. Wir haben sie im 16. und im 17. ja schon mal gemacht. Als wir das Areal gesehen haben, haben wir gefunden, wir machen es egal wie. Ich habe dann einmal durch meine WhatsApp-Kontakte durchgeschrieben, wer hat Zeit und Lust, um mithelfen, um mitzuarbeiten. Und so ist etwas ganz Grossartiges entstanden. Dreht von ganz vielen Leuten, Helferinnen und Helfer und natürlich auch dreht von der Politik. Jetzt aber zum Aufrichtefest. Und lassen Sie mal schnell. Grossi, Maxi, Sugus, Nora. Maxi Sugus kommen für den Cup-Song dann erst führen. Was heisst das, Rebecca, Maxi Sugus? Maxi Sugus sind die Ältesten. Ab der 4. Klasse kommen sie zu den Maxi Sugus. Super. Und weißt du, es hat noch ein Bit? Ja. Kannst du nicht sagen, sie sollen aufhören hämmern? Hämmern? Ja, wer weißt du, die hämmern? Ja, die hören dann schon auf, wenn wir anfangen. Meinst du? Ja, ja. Wir glauben an euch. Wir sind so gut. Oh! Ich singe heute nicht, weil meine Stimme ist komplett kaputt. Aber ihr singt, gell? Ihr übertönt das Hämmern, gell? Ja! Das war am Nachmittag um 4 Uhr. Beim Aufrichtefest war der Kinderchor anwesend. Aber eben die Kinderbaustelle, die ist Alltag. KOI Werdenberg organisiert das. Ein Haufen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom KOI sind hier beschäftigt und leisten wirklich Grosses. Dabei sind aber eben auch freiwillige Helferinnen und Helfer. Und die Kinderbaustelle, die lebt natürlich eben auch von all den vielen Papis, Mamis, Onkels oder grossen Schwestern, grossen Brüdern und so weiter, die mitkommen mit diesen Kindern und eben helfen zu bauen. Es war wirklich ein Aufrichtefest gewesen. Man sieht, es ist hier einiges entstanden. Man hat sich schon gefragt, wie kommt das wieder weg? Ja, die VFA wird denn das wieder wegräumen. Aber die Kinderbaustelle, die ist wirklich sehr, sehr beliebt. Ist ja irgendwie auch klar. Man kann hier hämmern, sich austoben, man kann sich engagieren auf ganz anderen Bereichen als in der Schule. So apropos Schule, natürlich sind auch Schulklassen immer wieder hier vor Ort. Der Markus Büchel hat gesagt, ab 25 Schulklassen sind in diesen wenigen Schulwochen schon da gewesen. Nicht einfach Schulklassen aus Buchs, nein, nein. Von weiter weg, sogar aus dem Liechtenstein, von überall her, können die Leute und die Schulklassen, es ist wirklich etwas ganz Spezielles. Es ist auch gratis, es ist sehr gut organisiert. Man kann Werkzeug fassen, Schrauben, Nägel, alles, was das Herz begehrt. Man kriegt Anleitung über Anweisung. Also es ist wirklich extrem gut betreut. Und dass das natürlich dann entsprechend auch vielleicht ein paar mehr Stunden gibt für all die, die engagiert sind, das ist ja klar. Wie überall, wo sich Engagement abspielt, gibt es halt mehr Stunden. Da ist es vielleicht dann auch gut, wenn man nicht einfach stündelt und das tut man dann auch nicht. Aber die kleinen Leute, ja, also die können wirklich viel erfahren. Erfahrungen sammeln. Könnt vielleicht dank dem auch ein bisschen in die realistische Arbeit rein. Ein Garten hat es auch noch, auf das können wir noch ganz etwas Spezielles. Die Idee von dem Garten, es hat auch eine Bibliothek, auf das können wir alles auch noch. Und ihr seht, das Zusammenwirken von eben ein bisschen zuschauen, arbeiten, ja, und natürlich eben auch die Kinder betreuen, auf eine andere Art und in einer anderen Naturumgebung natürlich, das ist etwas sehr Wichtiges. Übrigens auch für die Schule natürlich eine riesige Chance, Projekt und hier mal auf ganz andere Art und Weise zu machen. Und es gibt sicher auch mehrere Lehrpersonen, irgendwie Befriedigung, übrigens, das ist gerade eine Lehrerin, mehrere Lehrpersonen Befriedigung, auch Gewissheit, dass eben Projektunterricht mal mindestens so wichtig, effektiv, hilfreich und vielleicht auch für die Zukunft wegweisend ist, wie wenn man deine Sitz schanzend macht, tut. Aber diese Idee hat sich sicher in den meisten Schulzimmern schon längst eingebürgert und wird ja übrigens auch von der Politik sehr stark mitgetragen. Ihr seht hier, das ist ganz, ganz speziell hier. Ist mir aufgefallen, das habe ich vorher noch nie gesehen. Ich meine nicht das Kind hier, sondern die anderen, die ihr vorher gesehen habt, die hier mit der roten Nase. Und ich wollte genau wissen, was denn das überhaupt ist. Machen einen kleinen Unterbruch und ich spiele mal das Interview jetzt hier ein. Was machst du da? Ich suche das schönste Haus, ich brauche noch ein Haus. Aha, ja. Das ist deine Aufgabe, das schönste Haus zu suchen. Jawohl, ich brauche ein Haus, das ich noch reinzügeln kann. Ah, warum hast du da oben den Feldstecher drauf? Was habe ich? Ein Feldstecher ist oben drauf, auf dem Helm.
Da, da. Nein, das ist, da? Das ist doch meine Spezialbrille zum schönsten Haus herauszufinden. Aha. Ja. Also hängen sie am Haus oder hängen sie denen, die gebaut haben? Ja, ich glaube an beidem, glaube ich fast. Aber ich glaube fast, ich habe es schon gefunden, das schönste Haus. Wieso? Ja, weil das hat mir jemand gesagt. Aha. Moment, ich kann mir nicht alles merken, ich muss hier meinen Spickzettel. Oh, Halletz. Das grösste und schönste Haus der Baustelle von Montchef, glaube ich, heisst er Montchef. Ja. Und Adriano und Leon und Alex. Warum ist es das schönste Haus? Weil es ist das grösste. Aha. Musst du schauen? Wo? Oh, jetzt finde ich es gerade nicht mehr. Wo? Moment, wo ist denn das grösste? Ah, dort, nicht dort. Dort. Dort, was, wo, dort? Dort. Mit dem Baum oben. Ah, das da. Das ist das schönste und das grösste Haus. Also, wie heisst du? Gega, da. Gega? Gega. Gega. Du stehst auf Grosses in dem Fall? Also, es muss nicht sein, nein. Es muss einfach bequem sein. Du kommst ja vom Wuchs, gell? Ja. Also, Hochhaus, Chef Fritz, das ist der Anfang, hä? Was ist das? Haha, der will wissen. Noch nie etwas gehört vom Hochhaus Chef Fritz. Chef Fritz, das tönt aber irgendwie nach Frankreich. Nein, Chef. Ein Bahnhof soll das ganze hohes Haus geben. Ganz hohes Haus geben? Ja. Also höher wie das hier? Bin mir nicht sicher, aber vielleicht ähnlich hoch. Gut, also das ist gerade so maximal Höhe. Also viel höher geht nicht mehr, ich habe Höhenangst. Okay. Mhm. Ja gut, dann gehst du jetzt weiter. Aber geh doch mal ein bisschen schauen, ob es nicht noch ähnliche Sachen gibt. Gell? Also ganz sicher bist du noch nicht, oder? Nein, ich habe noch nicht alles gesehen. Gut. Ich muss noch schauen, ja, mit meiner Spezialbrille. Ja. Gut. Danke vielmals. Ja, wer bist du? Ich bin der Hansig Vorburger. Ich von Rheinwelten TV. Super. Gut. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt ins Fernsehen miteinander. Ja, nur du. Ich stehe ja hinter der Kamera. Ah, Jesus Gott. Mich hört man noch. Aha, soll ich dich auch noch filmen? Nein. Du kannst mit der Brille anschauen. Oder wie siehst du mich? Du musst mal beschreiben. Weisse Haare. Ja. Stirn. Ja. Zwei Hände. Super. Eine Brille. Und, ja. und da noch irgendwie so eine Gurke schaut da noch aus deinem Kopf raus. Ah, das ist kein Gassen zum Schrecken. Das ist ein Mikrofon. Ah, wie der da. Genau. Super. Genau. Sehr gut. Du, hey, ja. Danke fürs Kompliment vom dicken Bauch. Hast du nichts gesagt? Aha, ich habe nicht zu tief runtergeschaut. Sehr, genau. Ja. Ja, dann mach's gut, gell? Ja, okay, du auch, ciao, gell? Tschüss, ciao. Freut mich, gell? Ja, ein voller Gag, die Gegen. Ich bin dann weitergegangen und habe mir mal noch ein bisschen Eindruck verschafft von dem Garten, wo wirklich etwas ganz Spezielles ist, hat auch ganz spezielle Sachen da drin. Und ich habe gemerkt, dass die Frauen, zum Teil sind vorher, als ich mal dort war, auch Männer dort waren. Oh, hey, super, gell? Die freundlichen Frauen natürlich. Also die Frauen und all die hier mit den Kindern da waren, die haben wirklich eine riesige Freude. Irgendwie das Zusammenwirken, das ist wirklich etwas, was hier in dieser Kinderbaustelle einfach ankommt. Die Kleinsten kommen mit den Grossen zusammen und den Allergrössten. Opas mit ganz kleinen Kindern sind da, Frauen, Mütter. Eben das Zusammenwirken, das ist wirklich etwas hier in freier Natur, wo wahrscheinlich eben einzigartig ist. Es ist irgendwie ein Spielplatz von ganz spezieller Art und Weise. Man könnte vielleicht auch sagen, Bauplatz. Kinderbaustelle heisst es zwar, aber ich habe das Gefühl, es ist mehr als eine Kinderbaustelle. Es ist wirklich ein Zusammenwirken über Generationen hinweg. Es ist wie ein Generationenprojekt und das jetzt eben in dem Sommer, in dem Corona-Sommer wirklich eine Aufwertung. Ja. Es ist natürlich auch sehr gut organisiert. Ich habe schon gesagt, wahnsinnig viele Helferinnen und Helfer sind hier vor Ort und schauen natürlich, dass die Anleitung vorhanden ist, dass das Material vorhanden ist. Ein Haufen Leute bringen da immer wieder Material hierher, um eben können bauen, sei das jetzt Holz, sei das Stein und so weiter. Also es ist eine unglaubliche Euphorie rund um die Kinderbaustelle herum. Und das zeigt ja so ein kleines bisschen, was alles möglich ist, wenn man zusammen an einem Strick zieht. Ja. Da ist ein Vater jetzt wieder dran, der dem Kind etwas zeigt, aber täuscht da ja nicht. Es hat wahnsinnig viele Mütter und auch ganz ältere Frauen und jüngere Männer und wirklich ein ganz durchmischtes Volk von erwachsenen Leuten, die hier eben hilfreich ist. Und seht ihr, schon kommt eine Frau und zeigt eben, wie das genau sollte gehen. Ich bin dann weitergegangen und habe mal ein bisschen geschaut, wie sieht es denn da in diesen Häusern drinnen aus. Also eben, es ist dann auch ein Verweilen in diesen Häusern, wenn man mal gebaut hat. Und dann nachher geht man mal wieder weg für einen Tag,
ist dann die Baustelle wieder einmal beendet und dann am nächsten Tag oder vielleicht eine Woche später kommt man wieder und baut dann das Projekt weiter. Also eine Kinderbaustelle, aber natürlich auch irgendwie ein Spielplatz, vielleicht ein Arbeitsplatz, ein Generationenspielplatz, eine Zusammenwirkungsmöglichkeit von verschiedenen Generationen, wo wirklich eine ganz spezielle Ausrichtung hat, die eben nebst dem Spiel eben auch wirklich in Arbeit, wirklich das Können, Know-how kann geübt werden. Es gibt einen Haufen andere Sachen, zum Beispiel auch die Bibliothek. Jetzt schau mal rein, hey, da läuft ja voll! Gell? Wow! Schau mal! Biegen von Büchern und alle haben wir geschenkt bekommen. Und gell, es zeigt auch eine gewisse Ohrordnung, macht da Freude, oder? Nicht? Ja, natürlich. Und es tut Kreativität anregen. Genau. Unbedingt, oder? Das heisst, so Bibliothek und immer mystisch still sein und nichts machen, ist eigentlich nicht wirklich etwas für Kinder, gell? Nein. Und in unserer Bibliothek muss man auch nicht still sein. Also, da darf ein bisschen Action sein. Wir haben ganz viele tolle Formate, wo man sich bewegen darf, wo man sich einbringen kann. Workshop, wo man mitmachen kann. Also, wir geben uns alle Mühe, dass man nicht mucksmäuschen still sein bei uns. Und da sind wir wieder noch fast bis Ende Oktober, gell, wo die Baustelle offen stehen. Nicht nur auf der Baustelle, auch in der Bibliothek. Wir haben auch in der Bibliothek ganz Haufen Formate und Projekte und planen immer wieder weiter in Zukunft, dass wir noch mehr tolle Sachen können machen. Wie sind wir jetzt auf die Idee gekommen, die Bibliothek noch auf die Kinderbaustelle zu bringen? Das war so, dass der Kinderbaustelle uns angefragt hat, ob wir auch mit dabei sein wollen. Und dann haben wir gesagt, ja klar, und haben uns überlegt, was wir hier machen könnten. Und anstatt Bibliothek gibt es jetzt ein Bücherhaus. Da ist Piroschka Sönje mit dabei. Sie hat das an der Bad Ragaz gemacht, vor 2 Jahren, ein Bücherhaus. Du hast und ich gezeigt, ist Piroschka hinter mir? Ja, genau. Nein, das ist die du bist Piroschka. Sie dreht sich ab. Piroschka. Wir verraten es nicht, aber es ist Piroschka, gell? Genau. Und sie hat so ein Bücherhaus schon mal gemacht und hat gesagt, ich komme euch unterstützen. Und dadurch sind wir jetzt hier auf die Kinderbaustelle gekommen und haben das hier verwirklichen. Und es soll, wir wollen ja immer wieder etwas machen für Kinder, wir wollen kreativ sein und wir wollen mit Lesen etwas machen. Und das können wir hier umsetzen. Und glaubst du mir, zwei sind noch so kreativ, als wir Piroschka noch von vorne ins Bild kriegen? Natürlich. Du musst jetzt mal schauen, wie die dran sind. Das ist echt. Wirklich, also sehr. Was habt ihr schon ein Buch gefunden? Wir suchen nach Garfield. Was sucht ihr? Wir suchen Garfield. Oh. Kannst du mal helfen? Oder? Oh, schau, Piroschka. Mamma mia, Piroschka. Das ist also der Geist vom Süden, vom Bad Ragaz. Ganz genau, ja. Super. Ja. Und sie hat uns hier wirklich sehr unterstützt. Wir haben auch Bastelworkshop gemacht hier auf der Kinderbaustelle mit Büchern. Und wir werden auch im Herbst in der Bibliothek nochmal Workshop machen, wo wir mit Büchern basteln. Die Kinderbaustelle zeigt vielleicht überaus Interesse an der Bibliothek. Mit der Bibliothek im Werdenberg, mit Standort Buchs, da ist noch einiges geplant. Da ist noch die Politik eben noch gefordert. Und die Kinderbaustelle war vielleicht eine Initialzündung, dass es mal bei verschiedenen Sachen um die Wurst geht, ob die Region auch zusammenzüchen kann bei einem bestimmten Projekt. Aber wieder zurück zur Kinderbaustelle und so der Performance von Markus. Mit 3, ihr Manns mit 2 Händen. Mit drin. Immer wenn es zusammenkommt, klatschen ihr. Sind ihr bereit? Ja. Ausgangsposition. Und. Okay. Ja, gelernt ist gelernt. Begeisterung überbringen. Der Markus ist eben auch Animateur. Der Mika Bonder auch im vollen Einsatz, trotz angeschlagener Stimme. Nächste Lied singen Sie vor und ihr müsst das gleiche hinten rein singen. Okay? Das nächste Lied muss das Publikum das Echo vom Chor singen. Genau. Okay, und jetzt ist die Zeit zum Singen. Thank you.
René, ja? Du bist auch ein von so Ehrenamtlichen. Ja, bin ich, ja. Was hat dich daher geführt? Isabel Siegenthaler. Ich habe sie gekannt und dann habe ich ihr Gartenprojekt in Grabs ein unterstützt. Und als das Jahr da losgegangen ist, hat sie gesagt, ich könnte doch hier auch. Und dann ja, habe ich zugesagt und ich mache es gerne. Oder einfach ein bisschen helfen. Da. Und so sind dann etwa 30 bis 40 Stunden zusammengekommen. So richtig zählt hat es drüben nicht. Aber eben von diesen Freiwilligen, von dieser Frauenarbeit lebt das Projekt natürlich auch. Der Holdi Hug, er ist auch eine solide Ehre. Mit dem Inhalt kennt. Ist noch wichtig für die Jugend so etwas, ha? Ja, sicher, ja. Was sich da abspielt. Und ja. Jetzt meinst du, in dieser kurzen Zeit da kann etwas wachsen, weißt, wo man auch irgendwie Erfahrungen sammeln kann, wo man sieht, wie die Natur wächst? Ja, es ist jetzt halt, gerade am Anfang ist das im Juli das wüste Wetter gewesen und ist dann ein bisschen, nicht gerade ein guter Start gewesen, aber jetzt wird es nochmal schön und jetzt kommt sicher noch viel, ja. Und was machst du jetzt heute da, bei der Aufrichtefest? Ja, ich habe den Kontiki angeworfen. Da. Das ist da macht man, das ist da hinten, da macht man Pflanzenkohle. Aha, können wir mal hergehen zu dem? Woher kommt die Idee? Also. Ja, ursprünglich ist Terra Preta aus Südamerika. Da hat man 2 Meter mächtige Humusschichten gefunden, die menschgemacht waren. Also mit Pflanzen, mit Holzkohle drin, eigentlich mit Fischgröten und mit Tonscherben. Also Beweis, dass das Menschen über hunderte und tausende von Jahren gemacht haben. Die Kohle bleibt über tausende von Jahren im Boden erhalten. Und das ist heiss langsam. Das ist heiss, gell? Ja. Und dort Nährstoff und das Wasser, die Überschüsse eigentlich binden und gibt es dosiert wieder ab, oder? Also, ist wie ein Schwamm für den Boden eigentlich, die Kohle. Und da bildest du es einfach nach, aber du hast gesagt, normalerweise machst du ja immer Nährstoff. Ja, da ist jetzt natürlich von allen Seiten am Forschen, wie die das gemacht haben und das zum Adaptieren auf die heutige Situation, auf das Klima. Vor allem Bodenlebewesen, die nachher drin sind, das ist das Wichtige und das ist ist das, was jetzt im Kommen ist. Du, ich muss sagen, wir können einiges lernen bei dieser Kinderbaustelle, gell? Ja, ja. Also ja. Ein bisschen Kind, gell, bleibt in einem, wenn man älter wird, gell? Irgendwie ja. So die Lust nach Abenteuer, gell? Nach ja. Etwas, ist auch eine gewisse Art von Fernweh jetzt, wenn du so etwas da machst, oder? Ja, Fernweh nicht. Nein. Ich bin was esshaft ist, ich bin nicht einer, der viel umreist. Oder? Einfach, du tust gerne so lesen und informieren, gell, über ja. So Sachen, ja. Oh. Ja. Da hinten noch ganz kurz noch, also du bist ja ein Sportler, ich weiss, du bist über den Rhein übergeschwommen, du traust dir einiges, darum weisst du das Abenteuer. Und hinten hat man vorher so gesehen, weißt du, da unter der Brücke so sein Parkour machen. Da. Meinst du, wenn du so jünger wärst, wärst du auch dabei gewesen? Ja, ich würde auch jetzt hinten, siehst du mich da hinten, wenn es ein Slackline hat. Eben, gell? Die fehlt einfach und dann wäre ich dabei. Und da kannst du? Ja, ja. Ich habe daheim eine gespannt auch und immer, wenn ich... Ich gehe die Hase füttern, dann laufe ich mal drüber. Ihr habt es gemerkt, die Kinderbaustelle, ja, das ist eben mehr als einfach nur das, was man sich da vorstellt. Man kann sich dort über Austausch zu ganz verschiedenen Themen. Man trifft sich über Generationen hinweg. Es ist ein Austausch, der bis zum 24. Oktober da nutzbar ist. Das Buchs gerade beim Bahnhof. Und wenn es euch genau interessiert, wenn die Kinderbaustelle offen ist, was wichtig ist, wenn man herkommen kann, wenn die eigentlich Events sind, es gibt ja bestimmte Events, ja, dann informiert euch doch einfach auf dieser Internetseite, die ich eingeblendet habe. Viel Vergnügen bei der Kinderbaustelle, die eben mehr ist als einfach eine Kinderbaustelle.